So, gut, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag Joomla für Einsteiger von 0 auf 100. Wer waren vormittags auch schon da, von denen, die jetzt da sind? Die Technik, ja, es ist gut. ja, machen wir zu meiner Person. Mein Name ist Sigrid Gramlinger-Moser. Meine Firma heißt WebGras. Ich mache Webentwicklung mit dem CMS Joomla, also wirklich ausschließlich Joomla. Haben wir verschiedene CMS-Systeme angesehen, also haben 2004 generell damit begonnen, nach den statischen HTML-Seiten. Und habe dann 2010 gesagt, nein, ich mache nur mal eines, einfach damit ich mich mit einem gut auskenne und da wirklich schnell zu einer guten Lösung komme. War immer wieder auch auf Joomla-Veranstaltungen in Deutschland, also Joomla in Deutschland, und da war ich immer die Einzige aus Österreich, das kann es nicht sein. Und habe dann vor 2 Jahren die erste Joomla User Group mitbegründet in Wien. Wir treffen uns alle 6 bis 8 Wochen ungefähr im EPU-Forum. Wir haben auch eine Webseite, die habe ich glaube ich vorher nicht stehen gehabt, das ist www.jukwien.at. Und ja, also da gibt es immer so kurze Inputs, Vorträge. Ich bin auch immer dort und erzähle auch ganz oft was über Joomla und so. Und danach gehen wir meistens noch irgendwo hin und was essen oder trinken um 7 und gehen dann, genau, danach gemütlich was essen. Ja, dann Joomla.de Österreich war jetzt der zweite, 2017 wird es keine geben, der letzte war 2016 im Dezember. 2017 machen wir eine Pause und werden nächstes Jahr im Frühjahr einen machen, wo man einfach Community kennenlernen kann, Sachen gemeinsam diskutieren kann, aber auch einfach Inputs kriegt, was tut sich so in der Joomla-Welt. Ich habe schon auch, also ich halte auf Joomla Days auch regelmäßig Vorträge. Meistens geht es um das Thema Just Joomla. Also was kann ich mit Joomla machen ohne Erweiterungen? Wichtig ist mir immer ein sicheres System zu haben, mit dem ich einfach Updates machen kann, damit ich auf dem letzten Stand bin. Und das geht halt am einfachsten, wenn ich möglichst wenige Erweiterungen, möglichst wenige Plugins oder sonst was im Einsatz habe. Und ich zeige oder habe in den Vorträgen ein bisschen die fast alle auch auf YouTube nach wie vor verlinkt von den Veranstaltungen und zeigt da, was man eigentlich mit Joomla Standard machen kann. Also das geht von Community, kann ich es mit vielen Usern machen, zu einem einfachen Veranstaltungskalender, solche Sachen, möglichst wirklich mit Template Overrides das zu machen. Was ich jetzt zeigen will in den nächsten 40 Minuten ungefähr, nochmal ganz kurz einen Überblick, wie ist Joomla aufgebaut, damit ich einfach dann, wenn ich dann Joomla, also das, wenn wir dann eine Seite installieren und auch anfangen einzurichten, damit man einfach weiß, okay, wo sind welche Bereiche, wo kriegt man das. Ein paar Folien sind ähnlich wie die am Vormittag. Das ist einfach aus Zeitgründen. Ja, also ich werde jetzt ein paar Folien zeigen und dann wechseln wir wirklich in den Browser in eine lokale Joomla-Version, werden die installieren und einrichten und dann sind natürlich jederzeit für Fragen, also wenn gerade beim Einrichten dann Fragen sind, bitte wirklich gleich unterbrechen. Genau, also Open Source CMS Joomla, die Webseite, wo man alles findet, auch runterladen kann, www.joomla.org/3, weil wir gerade die Version 3 haben, da stehen auch nochmal welche neuen Funktionen es gerade gibt, die Joomla Version 3.7.0 ist letzte Woche erschienen. Updates von 3.6.5, also den unmittelbaren Vorgänger. Ich habe den Großteil meiner Kundenseiten bereits aktualisiert und habe ich eine Fehlermeldung gehabt, das war von einer Erweiterung aktualisiert und es hat ohne Probleme funktioniert. Das will ich immer vorher ein Backup machen, aktualisieren, testen und das reicht. Aber das hat gut funktioniert. Natürlich viele Leute, die da im Hintergrund dafür arbeiten, dass das so funktioniert. Viele Release-Candidates hat es vorher gegeben, einfach um das stabil für die Seiten in Produktion zu halten. Genau, grundsätzlich, wie funktioniert es, wie wir vorher auch bei WordPress schon gesehen haben, oder fast alle Systeme so funktionieren, downloaden, aufladen, entzippen, herunten, entzippen, dann aufladen, je nachdem, wie man sich besser zurechtfindet. Und dann natürlich den Installationsrouter aufrufen. Bei Joomla heißt der dann einfach hinten dran Installation. Dann kommt man direkt auf das Installationsskript, wo man die Basisdaten dann eingibt, rein nach einen Super-Admin anlegt und auch zum Ende dann auch zum Beispiel weitere Sprachen installieren kann, also für die Mehrsprachigkeit zum Beispiel. Ich habe so ein paar Tipps, die mir so auf die Schnelle eingefallen sind, so eine Art Checklist, die ich nachher noch einen Link drinnen
nämlich beim Installieren legt man einen Super-User an, den nicht Admin nennen. Das ist so einfach ein Basic, den nennen nach, euer Name ist schon weniger häufig als Admin und kein 1234567 Kennwort, sondern ein sicheres Kennwort. Wichtige Einstellungen gibt es danach in der globalen Konfiguration, zeige ich natürlich. Eine Sache ist auch wichtig, keine Core-Hacks machen, also nicht die Joomla-Standard-Dateien anpassen. Wenn man PHP und Code lesen kann, es ist verführerisch, geht schnell. In Joomla kann man sehr einfach Template-Overrides machen, es sind ein paar Klicks im Backend. Ich habe das vorher mit einem Kollegen da hinten schon gemacht. Wir haben ein Modul kopiert, angepasst, das neue Modul eingebunden, das waren, ich glaube, 5 Klicks oder so. Und ich kann den Code da ändern und beim nächsten Update bleibt der. Also es geht ja nur um Templates in einer Datenausgabe, passiert normalerweise nichts, geht sehr einfach. So, dann habe ich Joomla, ich habe den Joomla Core, also das Standarddateien und ich kann es erweitern. Das ist dann alles, was man unter Extension findet, kann man sich im Extensions Directory herunterladen, gibt es auch Bewertungen, steht dann immer auch gleich, ist das eine freie Version, ist das eine Lite-Version, was kann das grundsätzlich, gibt es Demo-Versionen, gibt es Support. Drauf schauen, dass die Versionen aktualisiert sind. Also wenn das ein Angebot ist, Extension-Angebot von vor 2 Jahren, würde ich nicht installieren, das ist sicher nicht mehr sicher. Wenn da regelmäßig Updates da sind, wenn die Webseiten gut ausschauen, dass da Betreuung da ist, dass da aktuelle News-Beiträge sind, neue Entwicklungen, dann ist das schon einmal relativ sicher, das zu installieren. Sicherheit ist halt einfach ein großes Thema, aktuelle Systeme zu halten. Genau. Also Extensions gibt es über 8000. Findet man ziemlich alles, was man braucht. Also das ist, ich kann in Joomla ausgeben einen Inhalt oder ich kann zum Beispiel Extensions, Terminkalender, ich kann Online-Shop, das sind alles Extensions dann. Ein weiterer Begriff, den ich in Joomla habe, sind Module. Menüs sind zum Beispiel Module, Suchformular ist ein Modul, Fußzeile ist meistens ein Modul. Das ist der Begriff Module, das ist alles, was sich so rundum, neben, unter, über dem Content anordnet oder einer Erweiterung. Module kann ich beliebig viele anlegen, kann ich beliebig gestalten, wie ich will. Genau, das zeige ich euch auch. Ein weiterer Punkt, das in Joomla heißen sie Plugins, das ist anders als jetzt dann, glaube ich, in WordPress dazu. Das sind so Systemerweiterungen. Das ist alles, wo der User selber nichts macht. Da kann ich nachträglich HTML-Code ändern. Ich kann Caching ist zum Beispiel auch so ein typisches Plugin oder Authentifizierung. Oder ich habe in einem Kundenprojekt, die wollten mehrere Autoren, also so Multi-Authors, also so ein wissenschaftliches Journal. Und da war es wichtig, dass zum Zeitpunkt vom Speichern eine Kopie vom Benutzer, also vom Autor, also von allen Autoren gemacht wird, in einer eigenen Tabelle gespeichert wird. Also das ist was so im Hintergrund automatisch funktioniert. Das war einfach ein Plugin. Das nimmt einmal die Daten, kopiert sie, speichert sie in einer eigenen Tabelle, da bleiben die drinnen, weil das soll, wenn der User sein Foto ändert, das alte Foto soll beim alten Beitrag so sein. Typischer Anwendungsfall für ein Plugin. Und dann gibt es die Templates, das ist jetzt alles, wie die Seite ausschaut, Design. Gibt es auch irrsinnig viele, muss man Template, das gibt es nicht jetzt auf joomla.org. Es kommen mit Joomla 2 Standard-Templates mit, das eine Standard-Template Protostar, mit dem kann man schon sehr viel machen, das sehen wir nachher auch. Es gibt viele gratis- oder bezahl-Templates, normalerweise sind die mittlerweile alle auch responsive, also für mobile Geräte geeignet. Template kann ich natürlich vom Layout her anpassen, mein Logo reinladen, Farben ändern oder so. Und wenn ich aber dann Templates ändern will, dann sind das in Joomla heißt das Template Overrides. Ich kopiere mir quasi eine Joomla Standard-Datei im Template, kann die dort ändern. Passiert nichts beim nächsten Update. Unter J-Over sind manche zum Download oder Ideen kriegt man, was geht eigentlich. Und das Template, das ich nachher noch auch zeige, einfach um ein anderes Template zu installieren, das ist von Joomshaper, das Helix 3 Template, mittlerweile ist ein gratis Template, mit dem man aber sehr viel machen kann. Also ich mache zum Beispiel die Webseite von der Landesgartenschau in Oberösterreich, die hat jetzt gestartet, 2017. Da haben wir am Anfang mit einer kleinen Seite angefangen, haben aber das Helix Template verwendet und wir haben es jetzt gelassen. Also die haben auch einen Shop und die haben alles Mögliche drauf. Läuft mit dem stabil mit dem Helix Template. Wieso nicht? Also ich muss ja nicht. Ich kann mir natürlich komplett auch ein neues Template programmieren, meine eigenen Frameworks verwenden. Ich kann aber auf bestehende zurückgreifen und muss ja nicht immer alles neu erfinden. Joomla 3.7, die neuen Funktionen noch kurz. Custom Fields. Ich kann mir jetzt bei einem Beitrag, ich mache
keine Ahnung, eine, so früher war es der typische Anwendungsfall CD-Verwaltung oder weiß ich nicht, bei Büchern. Ich will immer einen Beitrag, ich mache immer eine Buchrezension. Ich habe das Cover als Bild und ich habe zum Beispiel eine Seitenanzahl. Dann nehme ich mir ein neues Feld an, Seitenanzahl, dann steht da überall die Seitenanzahl dabei. ISBN-Nummer, kann ich mir ein eigenes Feld machen. Das ist für den User, der das pflegen muss, einfach. Braucht er nicht den Text, immer ISBN-Nummer, aber es wird überall gleich gestaltet. Ich kann später sagen, okay, über das Template, die ISBN-Nummer soll jetzt doch nicht immer oben gleich stehen, sondern die soll unten in so einem Infoblock sein. Also kann ich mit den Custom Fields jetzt sehr einfach gestalten. Mehrsprachige Seite, Multilingual Sites. Ich kann in Joomla mir deutschen, also zwei Sprachen nebeneinander anzeigen lassen. Also den Inhalt. Da Deutsch, da Englisch. Habe ich Englisch fertig übersetzt, mache ich Französisch oder so. Kann ich mehrsprachige Seiten sehr einfach verwalten. Ich zeige das dann lieber in Joomla, was jetzt noch geht. Ich kann mittlerweile auch im Backend das Menü ändern. Das ist ziemlich cool, also wenn man gerade für andere User, also für mehrere User was machen will. Ja, was wären jetzt so Erweiterungen, Extensions, die ich fast immer in Projekten verwende, weil es im Joomla Standard nicht mitkommt und die sehr verlässlich sind, weil sie gepflegt werden. Das ist Akeba Backup. Gibt es auch für WordPress zum Beispiel. Akeba macht ist eine Erweiterung, die ich in Joomla installiere. Ich sage Backup erstellen in Joomla. Akeba macht kopiert mir alle Files aus Joomla und eine Datenbank dann quasi, packt das in eine Datei, die liegt am Server in einem Verzeichnis, das geschützt ist. Kann ich natürlich aber auch bestimmen, dann, wo das sonst gespeichert werden soll, könnte es auch per FTP woanders hin übertragen, was auch immer. Und kann diese Datei mir aber auch lokal ganz schnell runtersichern und eine lokale Testumgebung aufbauen zum Beispiel. Also Akeba Backup ist wirklich so ein Standard. Und gibt es eine freie Version, die sehr gut funktioniert, wenn man ein paar mehr Funktionen wie zum Beispiel übertragen auf einen anderen Server, das ist in der Pro-Version, kostet aber glaube ich 39 Euro im Jahr, also ist echt überschaubar. JCE, Joomla Content Editor, Joomla kommt mit dem TinyMCE, der ist zum Beispiel beim Bild-Upload nicht so ganz komfortabel. Mit dem Joomla Content Editor gibt es auch eine Gratis-Version, da kann man zum Beispiel beim Upload einen Ordner direkt anlegen und das machen. Ich kann verschiedene Profile anlegen, dass ich sage, Frontend-User haben zum Beispiel können nur einen Text fett unterstrichen und sonst was, und die können aber keine Überschriften, weiß ich nicht, oder die können die Schriftart nicht auf Times umstellen, sondern sonst. Also das könnte ich mit dem Joomla Content Editor machen. Ein anderes für Newsletter ist Archimailing, auch in einer freien Version, wo ich direkt Joomla-User zum Beispiel als Newsletter-Abonnenten anlegen kann, bietet rechtlich auch alles Double-Opt-In-Verfahren, also das ist da alles drin. Wenn es dann gerade bei Seiten auch um Performance geht, ist das JCH, ist ein Plugin, wo ich dann zum Beispiel bei der Ausgabe im Template alle JavaScripts in einen File komprimieren kann, wo ich einfach performancemäßig viele Parameter habe, Caching nochmal optimiert ist. Also das sind so vier, es gibt noch ein paar andere natürlich, aber das sind so vier Erweiterungen, die ich wirklich oft im Einsatz habe. Sicherheitscheckliste, das erste, immer Updates installieren und wichtig, noch immer davor ein Backup machen. Keine Core-Hacks machen, Template-Overrides verwenden. Es gibt eine Seite joomlasecurity.de, da sind ganz viele Tipps drauf, wie ich die Seite nach Anfängertipps, Fortgeschrittenen und dann die Profis ganz einfach zum Nachlesen erklärt. Das ist auf Deutsch, gibt natürlich auf Englisch auch viele Seiten, aber das ist dann. Der Christian Schmidt von Joomla Security war auch auf beiden Joomla, die Österreich zum Beispiel, ist auch auf den deutschen Joomla ist. Also das sind ja wirklich gute Informationen, auch sehr einfach aufgearbeitet. Go-Live-Checks, hat man auch nichts vergessen. Habe in der globalen Konfiguration alles nochmal wirklich für den Live-Betrieb aktiviert, Caching aktiviert und so. Dazu gibt es zum Beispiel auch René Krefeld, ist ein Holländer, glaube ich, der hat eine Live-Checklist erstellt. Kann man auf GitHub runterladen, da kann man auch mal durchgehen und schauen, was kann man noch machen. Wenn einem was gar nichts sagt, Google zuerst nicht einfach einrichten oder so, aber man kriegt zumindest einmal eine Ahnung, auf was könnte man denn schauen müssen, was gibt es noch für Sachen. Wenn einem der Begriff nicht sagt, googeln, Leute fragen, Usergroup kommen im Forum nachfragen. Aber das ist schon ein sehr guter Joomla Live Check, ist Englisch, ist Holländisch auch. Da sind sehr viele Sachen da drinnen. Wenn man die englischen Begriffe auf Deutsch nicht findet, man kann im Joomla Backend ja die Sprache umstellen für den eigenen User, dann findet man das auch schön. Genau.
eine 90-Tage gratis Joomla-Version auf demo.joomla.org zum Beispiel mal einfach, brauche ich mir nicht irgendwo einen Provider was installieren, einfach dort einloggen, anlegen, ausprobieren, mit Joomla starten. SiteGround ist ein Provider, der dieses Service anbietet, das hat Joomla irgendwann dann auf WordPress nachgemacht, damit man quasi online direkt seine Joomla-Seite machen kann, also unter joomla.com. So, mehr erfahren, nicht die User Group ist am nächsten Donnerstag in Wien im EPU-Forum. Da ist die URL. Wir bitten euch nur vorher anmelden, einfach damit wir wissen, wie viele Leute wir rechnen können. Weil wir nach wohin essen gehen meistens und dann müssen wir Plätze reservieren. Das hilft uns einfach. Genau, meine Domain nochmal www.webgas.at und auf Twitter bin ich unter skamlinger und teile da viele Joomla-Infos auch, wenn Updates sind, wenn ja, das war soweit die Präsentation. Jetzt gehen wir es an. So, das ist jetzt www.joomla.org. Kann man das gut sehen? Ich hoffe. Da gibt es natürlich dann Download Joomla. Gibt es dann auch aktuelle Sachen natürlich. Ich gehe jetzt einmal auf Download Joomla. Da gibt es dann verschiedene, das kann ich nicht so gut lesen, das ist jetzt die englische Version, quasi 3.7 Full Package, kann ich mir da runterladen und ich kann mir auch Upgrade Packages. Aber braucht man normalerweise nicht mehr, weil man, wenn man schon Joomla hat, aus dem Backend ganz leicht upgraden kann. Es gibt aber allerdings auch noch für alte Versionen dann zum Beispiel Updates, die man da finden kann. So, ich habe mir es runtergeladen, habe mir es am Rechner entzippt und habe im Localhost, also in einem lokalen, in einer lokalen Installation, mir Joomla reinkopiert, also Joomla 37 neu, und dann rufe ich den Ordner, wie ich vorher gesagt habe, Installation auf. Na jetzt? So, dann komme ich auf das Installationsskript, also das ist so die erste Ansicht, die ich habe. Kann man das lesen? Nicht so richtig, oder? Besser? So, ich kann mir da schon mal grundsätzlich sagen, ja, erkennt automatisch meine Browsersprache oder Betriebssystem, weiß ich nicht. Egal, Deutsch, Österreich. Ich könnte hier auch eine andere Sprache da auswählen, das ist jetzt aber nur für das Installationsskript, also das heißt noch nicht, dass was nachher alles installiert wird. Ich sage jetzt Webseite, ich sage jetzt Hessen-Seite. Das ist die Beschreibung, das ist die Meta-Beschreibung, kann ich eine globale hinterlegen, kann ich jetzt hier hinterlegen, was ich jetzt gerade frei. Ich lege mir jetzt einen User an mit meiner E-Mail-Adresse, meinen Usernamen, einen Kennwort. Das wird jetzt ein Super-User, also das ist der, der immer alles darf, also ein Super-Administrator, heißt das in Joomla auch. Es gibt dann auch noch Administratoren, die dürfen meine Spur weniger. Normal. Also ich brauche im System immer einen Super-Administrator, der das installiert, ist das auf jeden Fall. Ich kann beliebig viele Nachnamen anlegen. Da kann ich, wenn ich jetzt das im Web mache, könnte ich sagen, wenn ich die Seite fertig installiert habe, soll die direkt online erreichbar sein? Oder könnte ich sagen, nein, die ist noch offline, dann kriegt man so ein Login-Link, dann sieht man nicht direkt, was da ist. Dann sage ich mal auf Ja. Sage ich weiter, Datenbank, eine MySQL-Datenbank, Server Localhost. Ich lege mir da jetzt quasi die Datenbank an. Datenbankname ist immer auch Joomla 3. Tabellenpräfix. Das ist immer ein automatisch, also ein zufällig generierter Wert. Auch aus Sicherheitsgründen, dass wenn wir meine also es hat mehrere Gründe, ich könnte theoretisch zwei Joomla-Installationen in einer Datenbank installieren, würde ich nicht machen, nicht zwei Datenbanken anlegen. Das ist auch ein Sicherheitseffekt. Früher waren wir immer JOS, also JOS geheißen für Joomla quasi. Mittlerweile sind Zufallswert ist auch aus Sicherheitsgründen. So, alte Datenbanktabellen sind jetzt egal, habe ich eh keine drinnen. So, dann komme ich auf den Zusammenfassung. Ich kann jetzt sagen, will ich eine leere Joomla-Installation oder will ich zum Beispiel Demo-Daten installieren. Ich kann mir Demo-Blog-Inhalte installieren, Prospekt, Standard, Joomla lernen. Ich lasse jetzt einmal eine leere, ich habe parallel noch eine mit Joomla-Standard-Inhalten. Da ist dann wirklich alle Ansichten, die es gibt, sind dann schon da. Würde ich für eine Webseite, die nachher in den Echtbetrieb gehen soll, nicht machen. Ich muss nämlich sonst ganz viele Sachen rauslöschen, weil die sonst irgendwann Google vielleicht findet. Also zum Ausprobieren einmal, zum Üben, zum Lernen, ja, Beispielinhalte installieren. Wenn es schon eine Seite sein soll, die ihr dann verwendet, würde ich es nicht machen. Dann würde ich wirklich mit einer Lehre anfangen, dann sind nur die Sachen da, die ihr braucht. Konfiguration senden, ich könnte mir das mit einer Adresse schicken lassen. Ich sehe dann auch gleich nochmal eine Zusammenfassung.
Ich sehe auch noch einmal, sind am Server alle Bedingungen vorhanden? Falls nicht, würde mich eine Meldung geben, dann müsste ich das noch ändern, müsste ich mit dem Provider normalerweise oder wer auch immer Server. Okay, und jetzt sage ich jetzt installieren. Dann sehe ich da, die Installation läuft im Hintergrund. Es werden Tabellen angelegt, die Konfiguration erstellt, Glückwunsch, Joomla ist installiert. Standardmäßig ist jetzt Englisch, Joomla auf Backend, die Menüsung ist auf Englisch. Inhalt ist dann eben das, was ich machen will. Wenn ich jetzt zusätzliche Sprachen installieren will, könnte ich das jetzt hier machen. Okay, sage ich, ich will jetzt gleich auch noch Deutsch installieren. German AT zum Beispiel. Da sehe ich immer, welche Version gibt es das schon. Ich habe ja auch eine lange Liste an Sprachen. Obwohl, dass ich die Sprachdatei. Ich kann jetzt, wenn ich es so installiere, ist Joomla nur in einer Sprache, trotzdem auch für den User. Damit ich wirklich von Deutsch auf Englisch zum Beispiel umstellen kann, müsste ich jetzt nur noch die Mehrsprachenfunktion wirklich aktivieren. Dann kriege ich so ein kleines, also quasi diese Flaggenauswahl mit Deutsch, Englisch oder so, wenn ich das möchte, könnte ich jetzt hier aktivieren. Ich sage jetzt, ich will eigentlich nur, dass meine Administration auf Deutsch ist und dass meine Standardsprache auf Deutsch ist. Dann sind die Buttons weiterlesen und so, das wird sonst auf Englisch Read More dastehen. Ich will das aber das Weiterlesen dastehen und sage ich da dann mal weiter. Weil ich will jetzt eigentlich keine komplette mehrsprachige Webseite einrichten. So, dann habe ich immer noch, ich komme jetzt auch noch nirgends hin, bis das Verzeichnis Installation nicht gelöscht ist, das mache ich jetzt auch noch. Jetzt kann ich mich entscheiden, will ich die Webseite aufrufen oder den Administrator oder das Backend. Schauen wir uns mal die Webseite an. Na, ein bisschen was ist da, was macht Joomla eben von Haus aus. Das war mein Page-Title, den ich eingegeben habe. Das ist der Titel der Startseite, das ist die Breadcrumb, also ich befinde mich auf der Startseite, das Menü ist noch leer. Ich habe eine Login-Form fürs Frontend, also damit sich jemand da für registrierten Inhalt oder wenn ich mich als Superuser da anmelde, kann ich auch ein Frontend editieren. Und das Backend, da schreibe ich da oben hinten, wenn ich da hin möchte, Administrator dran. Und dann komme ich zum Backend-Login-Formular. Da melde ich mich jetzt an mit meinen Benutzerdaten. Ups, das ist falsch. Das war das. Anmelden. So. Jetzt bin ich in Joomla Backend 3.7. Als erstes kriege ich zuerst, ich habe Localhost, ich habe nur eine PHP Version 5.6 lokal installiert. Das heißt, ich kriege da jetzt eine Warnung neuerdings, dass das nur 5.6.21 installiert ist. Es wird unterstützt von Joomla quasi noch oder da bis zum 31.12.2018. Also ich habe eh noch Zeit quasi, das ist nur ein Hinweis. Ich kann ihn auch wegklicken. Dann wird er mir jetzt auch nicht mehr angezeigt, aber es macht natürlich Sinn auf PHP 7, aber das ist der Provider an den Provider. Dann, das gibt es auch seit Joomla 3.5, glaube ich, gibt es diese Basisstatistiken. Das Projekt Joomla will natürlich ganz gerne wissen, welche Versionen im Einsatz sind. Ich kann nachsehen, also ich kann sagen, ich will niemals Nachrichten an den Joomla-Service schicken, dann würde ich das hier anklicken, dann sehe ich das auch nie wieder. Welche Daten werden überhaupt geschickt? Es wird mir eine eindeutige ID zugeordnet, die PHP-Version, der Datenbanktyp, die Datenbankversion, das CMS-Version und der Server. Also das sind die sechs Daten, die geschickt werden. Also da wäre kein Seitenname oder sonst was, das geht einfach um statistische Zwecke und das Projekt zukünftig auch gut. Also es ist einfach sinnvoll, dass man weiß, welche Versionen sind im Einsatz. Geht leider halt für alte Versionen nicht, aber zumindest für die neuen. Ist auch eine öffentliche Statistik, kann man, wenn man auf developer.joomla.org geht, kann man sich das auch anschauen. Sieht man schon, dass diese Balken, also dieses Kreisdiagramm wird schon, dass immer mehr Joomla-Preisen jetzt im Einsatz sind. Ich sage, ich habe jetzt eine lokale Installation zum Testen, ich will das da jetzt nicht, darum sage ich jetzt da niemals. Die sehe ich nie wieder, die zwei Meldungen. So, ich sehe jetzt Logged-In-User, ich bin da, ich habe jetzt alles auf Deutsch, weil ich beim Installieren das auf Deutsch angegeben habe. So, ich will jetzt einen neuen Menüpunkt und will da was hinschreiben. Was mache ich? Ich gehe jetzt auf Menüs und sage, ich habe da mein Main-Menü und sage neuen Menü Eintrag. Das will ich machen. Ich will da jetzt hinschreiben, weiß ich nicht, ich will einen Beitrag über die Linux-Wochen. Linux-Wochen soll mein Menütitel sein, der Menü-Eintragstyp. Was soll unter dem Menüpunkt überhaupt angezeigt werden? Da habe ich jetzt verschiedene Arten, das ist schon mal Standard jetzt.
ich sage, ich will einen Beitrag, also ich will wirklich einen Inhalt. Dann kriege ich alle möglichen Menütypen, die ich mit den Beiträgen machen kann. Ich will jetzt wirklich nur einen einzelnen Beitrag verlinken. Das ist ein einzelner Beitrag. Dann ändert sich das Formular und jetzt kann ich hier Beitrag auswählen. Das habe ich ja aber eigentlich noch gar keine. Ist nichts da. Warum kann ich da jetzt sagen, ich will meinen Beitrag erstellen? So, sage ich, dann geht es um die Linux-Waffen. Das ist ein kurzer Bericht. Ich mache jetzt hier einen Weiterlesen und Buch. Jetzt zu dem Beitrag auch ein sowas wie ein Einleitungsbild und ein komplettes Beitragsbild. Das wird mir dann sowas wie eine Blog-Ansicht angezeigt, automatisch, wenn ich hier angehe. So, das reicht jetzt einmal. Ich sage einfach Speichern und Schließen. Ich habe einen neuen Beitrag angelegt. Der ist dann direkt hier verlinkt. Beitrag auswählen, Speichern und Schließen. Wenn ich jetzt auf die Webseite gehe, habe ich hier einen neuen Menüpunkt Linux-Woche. Und habe hier meinen neuen Beitrag. Also habe schon einen neuen Beitrag, kann mein Menü gestalten, kann ich mir schon eine einfache Webseite einmal von der Struktur her aufbauen. Was mache ich als nächstes in einem Projekt? Also ich weiß ja dann schon, was die Kunden wollen im Prinzip für Inhalte. Ich habe meistens schon eine Seitenstruktur. Da steht so Details geschrieben vom Superuser. Ich will eigentlich gar nicht, dass da das alles dort steht. In Joomla kann man immer Einstellungen beim Beitrag machen. Ich kann es beim Menüpunkt machen und ich kann es global machen für die ganze Webseite. Das heißt, wenn ich schon weiß, ich will, das sind nur zwei Leute, die Seite bearbeiten. Das ist kein Blog. Ich könnte auch so einen Blog einrichten. Ich will jetzt keinen Blog. Ich will, das sind zwei Leute. Ich will ja nie, dass da geschrieben steht, von wem das ist. Ich will die Kategorie an der Stelle eigentlich nicht für alle stehen haben. Veröffentlichungsdatum, ja, das ist irgendwie ganz interessant, das sind Zugriffe, sind noch so wenig, will ich auch nicht anzeigen. Dann gehe ich einmal in Backend, da oben habe ich immer mein Hauptmenü, ganz oben, gehe ich auf Beiträge, da habe ich dann grundsätzlich eine lange Liste mit all meinen Beiträgen. Ich habe vorher schon einen angelegt, den sehe ich da jetzt, und jetzt habe ich, jetzt kann ich natürlich den Beitrag da aufmachen und bearbeiten, und ich will jetzt aber, das mache ich am Anfang, immer meine globalen Optionen an der Stelle mal bearbeiten. Da gibt es dann, sind schon mal immer so, wenn ich Optionen habe, globale, dann sind die da links oben. So, da habe ich jetzt zum Beispiel, da geht es jetzt um die Beiträge. Ich will den Titel oben anzeigen. Das wäre das Linux-Woche hier. Natürlich will ich das anzeigen. Ich will den Titel verlinken. Ja, lasse ich jetzt einmal. Ich habe sowas wie meinen Einleitungstext. Was wir jetzt nicht anzeigen wollen, ist zum Beispiel die Kategorie. Soll ich da verbergen? Ich will den Autor, will ich auch nicht anzeigen. Bei Veröffentlichungsdatum haben wir gesagt, will ich. Es gibt dann, wenn ich viele Beiträge habe, unten diese Seitennavigation von einem zum nächsten weiterschalten, vor und zurück, das will ich eigentlich auch. Das Weiterlesen ist dann eher für so Blogansichten, wenn ich eine Übersicht habe mit Foto, Text und einem Einleitungstext, das ist ein Weiterlesen. Will ich anzeigen, der Weiterlesen-Titel, ich könnte auch den Beitragstitel anzeigen, also das sind dann schon so Details. Schlagwörter-Tags habe ich in Joomla, kann ich sagen, weiß ich nicht, ob ich die mal anzeigen will, ich will die vielleicht in so einem aktuellen Bereich dann anzeigen, standardmäßig nicht, wenn keine da sind, zeigt das eh nicht an, ich lasse es jetzt aktiviert. Ich habe da oben so einen Button auf der Webseite, da habe ich drinnen Drucken und E-Mail. Drucken, in jedem Browser kann ich mir eh was ausdrucken und E-Mail verschicken, nein, das ist eigentlich auch, will ich eigentlich auch nicht. Dann würde ich sagen, ich will das Drucken und das E-Mail will ich nicht, die Seitenaufrufe will ich auch nicht. Und somit kann man eigentlich den ganzen Bereich da aussperren. So, wenn ich da diese globale Config, also die Beitragsoptionen speichere und dann mir die Seite nochmal neu aufrufe, dann sehe ich schon, dann sind jetzt da oben die Details, ist nur mehr das Veröffentlichungsdatum. Ich will jetzt eigentlich nicht, dass da veröffentlicht steht. Das ist irgendwie komisch. Ich kann in Joomla, ich kann dieses ein Textstring, das da Veröffentlichung steht. Ich kann das unter Sprachen Overrides, also in Joomla gibt es ja das System der Overrides. Ich will sagen, das soll eigentlich nicht veröffentlicht stehen. Das
Das heißt, ich lege meinen neuen Overall an. Wie heißt denn der jetzt? Da kann ich dann auch nachschauen. Also ich kann da unten auf Suchen gehen, dann meldet sich alle Sprachstrings und ich sage, der hat geheißen, veröffentlicht. Gehe auf Suchen und dann sehe ich schon, dann sehe ich jetzt da alles, was veröffentlicht ist. Und da gibt es einen Sprachstring, der heißt Shape Published, der ist veröffentlicht. Und ich will eigentlich, dass da gar nichts dort steht. Jetzt lösche ich da einfach den Text. Und wenn ich jetzt die Webseite aufrufe, dann bin ich so wechseln und den falschen. Schlechtes Beispiel. Nein, es geht nur um den Sprachschlüssel. Also er holt sich quasi die Übersetzung aus dem Sprachschlüssel und... Achso, nein, das ist egal. Außerdem steht es da auch mit. Nein, eigentlich ist es jetzt... Tut mir leid. Er würde da den Sprachstring erstellen. Also das kann ich, das, mit den Sprachüberreiz kann man auch viel machen für den. Ich schaue es mir nachher an. Ich war bei den Beiträgen. So, und jetzt kann ich mir natürlich beliebig viele Menüpunkte da schon einmal anlegen. Was will ich noch? Ich könnte jetzt aber auch sagen, ich will eigentlich so eine Übersicht, so eine Liste, so eine Beitragsliste. Ich lege mir jetzt noch einen neuen Beitrag an. Der heißt dann Linux Walk 2016. Im Menü zum Beispiel auch einen neuen Menüeintrag machen. Den nenne ich aktuelles. Menüeintragstyp ist auch wieder für Beiträge. Bin ich zu schnell? Passt, könnt ihr folgen. Beiträge, jetzt sage ich Menüeintragstyp, ich will jetzt nicht einen einzelnen Beitrag verlinken, sondern ich will jetzt sowas wie einen Kategorieblog. Dann sage ich eben, welche Kategorie das sein soll. Ich habe eh nur eine gerade. Uncategorized, das reicht schon an Einstellungen. Speichern. Wenn ich da jetzt meine Seite aktualisiere, habe ich einen neuen Menüpunkt, aktuelles. Und da habe ich jetzt eine Ansicht, wo ich oben einen Featured, einen großen Beitrag habe, damit die gesamte Breite angezeigt werden würde. Und drunter habe ich meine alle weiteren. Und das kann ich auch in den globalen Optionen ändern, wenn mir das so nicht gefällt. Oder ich kann es auch hier, ich bin da im Menübeitrag, einen Tag bearbeiten noch, ich kann im Blog-Layout das zum Beispiel ändern. Da habe ich die Einstellung Führende, das ist oben der Leading, also der die ganze Breite ist. Und da, das ist jetzt neu, seit der 3.7er-Version, zeigt er mir an, was ist die globale Einstellung, was habe ich in der globalen Konfiguration hinterlegt. Das wäre einer. Ich will aber gar nicht da oben einen Leading, ich sage da 0. Ich will Einleitungs, das sind die, die mir dann mit Bild und Text und Einleitungstext angezeigt werden. Da will ich eigentlich, dass er mir 10 anzeigt. Ich kann ja angeben, wie viele Spalten er mir das aufteilen soll. Ich gehe eine Spalte, dann habe ich die ganze Breite. Ich kann 3 Spalten sagen, aber was auch immer. Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie das Template das unterstützt, natürlich diese Spalten. Aber die Standard-Templates mit Bootstrap oder so, ist das kein Thema. Ich sage, ich will eigentlich nur eine Spalte. Und dann könnte mir Joomla unterhalb noch anzeigen, die nächsten Beiträge. Zum Beispiel, wenn ich sage, bei den nächsten 5, dann ist auch sich unten nur mehr den Titel verlinkt der nächsten 5 Beiträge. Das wäre es dann unten. Ich kann dann da bei der Mehrspalten-Sortierung noch sagen, soll er mir so sortieren oder soll er mir seitlich sortieren. Ist jetzt da abwärts, ich finde es immer sehr unpraktisch, wenn es nach unten sortiert wird. Würde ich jetzt aber, nachdem ich es immer anders will, in der globalen Konfiguration zum Beispiel wieder machen und jetzt nicht im Menüeintrag. Also ich habe, wie gesagt, die globale Konfiguration, den Menübeitrag und den normalen Inhalt. Was ich in der globalen Konfiguration mache, kann ich im Menüpunkt überschreiben, für diesen einen Menüpunkt. Genau. So. Ich habe verschiedene Sortierungsmöglichkeiten in der Kategorie, von mehreren Kategorien, von den Beiträgen in der Kategorie. Ich kann sagen, die Beiträge sollen nach einem bestimmten Datum, so neu ist der zuerst. Und dann kann ich aber sagen, welches Datum das sein soll, das Veröffentlichungsdatum. Ich kann sagen, der Beitrag soll eigentlich erst in 3 Wochen veröffentlicht oder übermorgen veröffentlicht werden, ich habe den jetzt schon geschrieben. Könnte ich da dann auch überschreiben.
So, ich habe jetzt da das Layout ja geändert, ich will oben keine Leading, ich will alle gleich groß anzeigen und dann schreibt er mir die alle untereinander. Hätte ich jetzt ein Bild, würde mir das Bild da anzeigen. Also da habe ich einfach aus dem Menüpunkt heraus irrsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten schon. Ich kann ihm sagen, wo das Bild sein soll. Ich kann sagen, in der Blogansicht soll das Bild nicht links sein, sondern es soll immer rechts sein. Das kann ich auch global einmal einstellen. Und dann ist es da. Gut, ich habe gerade erfahren, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe jetzt ein bisschen was gezeigt über die Menüs. Ich kann mir mehrere Menüs anlegen. Ich kann mir jederzeit ein neues Menü anlegen und mache das für die Fußzeile. Ich mache mir ein Quick-Link-Menü, dass ich unten dann habe ich irgendwie vier so Blöcke oder Quick-Links. Würde ich das Menü anlegen, nicht das Text-Links oder so, sondern wirklich das Menü. Weil ich auch oben über das Menü, über die URL kann ich steuern. Ne? Also da heißt jetzt Aktuelles, weil der Menüpunkt Aktuelles heißt. Da bin ich in Joomla eigentlich, Suchmaschinenoptimierung, habe ich dann sehr mächtiges Tool in dem Menü. Gut. Inhalt. Ich habe Beiträge. Da kann man meine Kategorien anlegen. Ich sage einfach, ja, ich will jetzt da eine neue Kategorie anlegen, über Aktuelles. Und da habe ich dann, weiß ich nicht, aus den Bereichen Medien oder sonst was. Und was eben jetzt neu ist, ich kann neue Felder anlegen. Das zeige ich jetzt. Ich sage, ich habe jetzt Veranstaltungen und für meine Veranstaltungen will ich bestimmte, das soll immer, weiß ich, ein Link soll dann fix sein und das soll Teilnehmeranzahl oder was auch immer. Ich nenne die Feldgruppe Veranstaltung. Mehr brauche ich gerade nicht. Und ich lege jetzt neue Felder an. Ich lege jetzt ein neues Feld an und ich nenne den Teilnehmer. Kann den Typ auswählen, was für ein Feldtyp soll das sein? Das soll jetzt eine ganze Zahl sein. So, ich kann angeben, die Feldgruppe soll nur für Veranstaltungen sein und ich kann angeben, für welche Kategorien in Joomla diese Felder sind. Also wenn ich mir zum Beispiel eine CD-Verwaltung mache, dann habe ich eine Kategorie, die heißt CDs und die Felder für die CDs oder für die Bücher werden nur dort angezeigt. Und wenn ich in Aktuelles bin, werden die Felder gar nicht angezeigt. Also wenn ich einen Beitrag aus der Kategorie Aktuelles, also ein Newsbeitrag ist, bearbeite, werden die Felder dort gar nicht angezeigt. Ich kann sagen, ob es ein Pflichtfeld ist oder nicht, also da habe ich einfach auch viele Möglichkeiten, wenn ich das jetzt speichere und schließe und jetzt zu meinen Beiträgen gehe, und da habe ich meinen Linux-Wochenbeitrag, dann habe ich hier jetzt einen neuen Reiter, Veranstaltung, Teilnehmer. Habe ich jetzt das Feld Int, also verwendet, das war jetzt vielleicht nicht ideal, jetzt kann ich nämlich nur auswählen, was da, oder gibt mir halt eine Auswahl, ich sage, wir waren 100 Teilnehmer. Speichern. Und das Feld wird bei den Linux-Wochen automatisch angezeigt. Und somit kann da schon, wer sich nicht so gut auskennt, natürlich auch diese Felder füllen und ich kann dann steuern im Tempel, wie sie ausgegeben werden. Das ist jetzt ganz neu, in den meisten Templates unterstützt uns schon, muss man dann ein bisschen schauen. So, das war der Bereich Inhalte, Beiträge, Kategorien, Felder, das ist der Bereich. Komponenten ist das, was Extensions sind, was ich vorher gesagt habe, Newsletter. Wenn ich eine Newsletter-Erweiterung installiere, dann erscheint die da oben mit Archimail zum Beispiel. Wenn ich eine Backup-Komponente, Archiver-Backup zum Beispiel installiere, dann kann ich das da oben machen und dann zeige ich dann auch gleich noch was. Ich habe hier auch die Joomla-Aktualisierungen. Also wenn es eine neue Joomla-Version gibt, wird mir das angezeigt. Ich könnte dann hier auf Joomla-Aktualisierung prüfen. Jetzt sagt er mir, die aktuellste 3.7.0 ist installiert. Ich könnte dann hier mit einem Klick sagen, jetzt aktualisieren. Und Joomla Core ist aktualisiert, Erweiterungen noch nicht. So, dann zeige ich das bei den Erweiterungen. Bei den Erweiterungen finde ich jetzt das, was ich vorher mit Modulen gesagt habe, also alles, was rund um den Content angeordnet ist. Plugins finde ich dort, da habe ich dann auch meine Templates. Ich zeige jetzt einmal, wie ich das Archiver Backup installiere. Archiver Backup, gehe ich auf die Archiver Backup Seite, lade mir das runter. Kann hier eine Datei auswählen. Ich nehme jetzt bewusst eine alte Version, dann lade das rauf und installiert. So, das Paket Installation wurde abgeschlossen. Wenn es Fehler gäbe, würde der das natürlich anzeigen. Damit habe ich dann oben bei den Komponenten, habe ich jetzt als erstes Archiver Backup. Klicke ich drauf. Beim ersten Mal habe ich so eine Configuration Wizard, dann mache ich jetzt nicht. Und jetzt könnte ich hier One-Click-Backup sagen. Ja, jetzt Backup erstellen, er macht mir eine große Backup-Datei mit der Datenbank
auch inklusive. Kann ich mir runterladen. Es gibt auf der Arkiva-Seite einen Kickstarter, das sind zwei Skripte, glaube ich. Ich lege mir das lokal, mein Backup in ein Verzeichnis, diese zwei Kickstart-Dateien dazu und rufe im Browser diese Kickstart-Datei auf und kann mir, der entpackt mir alles, kann ihm sagen, welche Datenbank ich will, ich habe eine lokale Testumgebung. Oder auf einem anderen Server kann ich es genauso machen. Das ist das Arkiva Backup. So, wenn ich jetzt bewusst eine alte Version installiert, jetzt habe ich im Hintergrund kurz gerechnet und jetzt zeigt er mir oben an, eine Erweiterungsaktualisierung ist verfügbar. Würde jetzt Joomla wird extra ausgewiesen, es gibt eine neue Joomla-Version. Jetzt kann ich gehen auf Aktualisierungen anzeigen. Und dann sehe ich schon, da ist jetzt Arkiva Backup. Das ist ein Paket, installiert ist 5.2.4, verfügbar ist 5.3.4 mittlerweile. Das ist eine Aktualisierung, hier könnte ich mir Details aufrufen. Ich mache jetzt einfach vorne ein Häkchen rein und sage oben aktualisieren. Wenn es eine freie Version ist oder dass die Komponente erstützt, holt er sich die Version runter, installiert es und ich habe die neueste Version. Funktioniert auch mit Modulen und Plugins, sofern der Extension-Entwickler das anbietet. Sind aber immer mehr im Extension-Verzeichnis, Extension Directory von Joomla, ist zumindest ein Hinweis, wenn das Joomla-Update-System nicht unterstützt wird. So kann ich also das System noch erweitern. Ich kann dieses Erweiterungen, Verwaltung, Aktualisieren auch immer hier aufrufen und dann auf manuell auf, ich weiß, da ist eigentlich eine neue Version, sie wird mir manchmal aus Cache-Gründen zum Beispiel nicht angezeigt, dann könnte ich immer noch Aktualisierungen suchen, dann ruft mir das da an. So, ich wollte jetzt noch die Module zeigen. Da sind jetzt nur drei Module installiert, relativ wenig, also auf größeren Seiten sind es dann schon mal so 10 bis 50, sage ich jetzt. Gesteuert wird über die Position, wo es ausgegeben wird. Das Joomla Standard Protostar Template arbeitet mit Positionsnummern, Position 2 und 7, also Position 2 die Login-Form, Position 7 Menü, Main Menu und Login-Form werden zum Beispiel auf der Position 7 aufgeben, das ist die rechte Spalte. Es gibt ein Template, man kann sich diese Template-Positionen auch anzeigen lassen, damit ich einfach weiß, wo ich was hin tue. Wenn ich es woanders anzeigen will, würde ich einfach das auch machen. Ich kann hier die Position ändern, da sehe ich dann auch, welche alle vorhanden sind für die verschiedenen Templates. Das ist jetzt bis Dreiser anders. Ja, kann ich da auswählen. Ich kann Module bestimmten Seiten zuweisen. Ich kann sagen, das soll nur auf der Startseite zum Beispiel sein. Ich will das Login-Form nur im Impressum anzeigen. Das sollen normalerweise die Leute gar nicht sehen. Das kann ich da ganz einfach steuern, in der Menü zuweisen. Das sind Module, ich kann neue Module erstellen, also da kommen viele mit, standardmäßig, viele Erweiterungen haben dann auch eigene Module. Newsletter-Komponente hat dann zum Beispiel ein Modul Newsletter-Anmeldung. Das könnte ich dann zum Beispiel in der Fußzeile einblenden. Viele Templates haben dann die Positionen Bottom 1, 2, 3, 4 und Bottom 4 würde ich dann halt als Position angeben bei dem Newsletter-Login-Formular. Das sind die. Ja, was ich noch zeigen wollte ist, Templates, es kommen standardmäßig zwar mit, also ich habe Templates für die Webseite und ich habe für den Administrationsbereich, könnte man sich theoretisch auch ein anderes Template, macht in Wirklichkeit keine andere Umfrage gegeben, von mir niemand. Protostar ist, dass das mit Joomla mitkommt, ich kann das Template aufmachen, kann da grundsätzlich so einfache Farben zeigen. Man kann mit dem Protostar sehr viel machen. Ich speichere das jetzt, die Linie oben kommt aus dem Template zum Beispiel. Die ist jetzt nicht mehr, die Schrift zum Beispiel, die ist jetzt nicht mehr blau, sondern rot. Das geht an der Stelle einfach. Und was ich auf jeden Fall jetzt noch zeigen wollte, kurz sind die Template Overrides. Ich kann im Joomla das Template im Backend aufrufen. Ich sehe, welche Ordner sind im Template vorhanden. Und wichtig ist der Ordner HTML, den sehe ich da. Und da sehe ich dann meine Overrides. Ich kann mir jederzeit ein neues Override erstellen. Ich kann mir zum Beispiel für das Modul ModLogin, das ist das Login-Formular, sage ich, ich will das ändern, weil da, ich will da gar nicht den Titel oder irgendwas, ich will da noch einen Text dazu schreiben, das geht so nicht. Dann sage ich ModLogin, klicke drauf, Nachricht, es wurde ein Override erstellt, dann kopieren wir das in das Template Protostar HTML ModLogin. Und wenn ich dann hier auf ModLogin gehe und das aufrufe, kann ich zum Beispiel Default PHP aufrufen,
Ich sehe das direkt hier im Backend, kann den Code ändern, kann irgendwas einschreiben. Ich speichere das und es wird direkt auf der Webseite angezeigt. Und wenn ein Joomla-Update kommt, dann wird das nicht überschrieben. Also mein Template Override ist in meinem Template und Joomla ist das egal. Kann man irrsinnig viel damit machen. Ich kann mir für ganze Erweiterungen, also für die Artikelansicht, kann ich mir eigene Templates Overrides machen. Ich kann mir 7 verschiedene Artikelansichten im Prinzip anlegen und die nach dem ausgeben. Genau, so, wir sind zeitlich sehr fortgeschritten. Gibt es kurze Fragen? Ich bin dann auch noch draußen, also ihr könnt mich auch noch gerne direkt ansprechen. Ja. Ja. Um die Mehrsprachigkeit zu aktivieren, muss ich einerseits mehrere Sprachen installiert haben. Also ich habe jetzt in dem Fall Erweiterungen. Also habe ich noch 2 Minuten? Kann ich auf Sprachen gehen, die sich installieren? Und das wären dann die Inhaltssprachen, die ich habe. Also da kann ich beliebig viele hier reinladen. Kann auch noch zusätzlich installieren. Ich sehe da schon die Fahnen zum Beispiel. Ich habe jetzt DE.AT installiert, habe dann die österreichische Fahne. Nicht DE.DE, hätte ich die deutsche Fahne. Je nachdem, ich will, ich kann das auch austauschen. Ich kann es auch da ändern. Wenn wir jetzt die deutsche Fahne haben, weil es schneller erkannt wird, also ich, kann ich da ändern. Dann brauche ich, es gibt einerseits das Modul, das mir dann das Sprachwechseln anzeigt. Das muss ich aktivieren. Das heißt Sprachauswahl. Nennen. Soll auf allen Seiten angezeigt werden. Und die Position machen wir auch. Position. Speichern schließen. Das würde er jetzt noch nicht anzeigen, weil er das noch nicht. Ah, er zeigt schon an, aber noch keine Sprache. Und dann muss ich noch das Plugin aktivieren. Das heißt unsere Sprachkürzel. Das ist das, ich habe die Domain und dann mit dem Slash zum Beispiel, dass man immer die E oder EN dranhängt. Also das muss ich aktivieren. Den Sprachenfilter. Da kann ich einstellen, ob es sich merkt, also welche die Standardsprache ist, dass er zum Beispiel Browser-Einstellung verwendet. Wenn er mit einem englischen Browser kommt, dass es dann auf Englisch gleich angezeigt wird. Oder dass da standardmäßig, sage ich, meine Webseite ist eigentlich auf Deutsch, dann wird es standardmäßig Deutsch angezeigt. Also das kann ich hier einstellen. Habe dann noch ein paar andere. Ich könnte auch diesen DE-EN-Tag rausnehmen, wenn ich möchte. So, das weil ich brauche für jede Sprache ein Hauptmenü. Das ist ein bisschen nicht so ganz logisch am Anfang. Das macht mir meistens ein verstecktes Menü in meinen Projekten. So. Da würde ich jetzt sagen, Sprache will ich da jetzt aus. So, das ist jetzt die deutsche Seite. Und das ist die Standardseite. Standardseite heißt Standardsprachenseite. Ich bin versteckt im Menü. Und dann mache ich mir noch einen für Englisch.
Und wenn man es anders anfängt bei der Installation, ist das nämlich einfacher. Dann habe ich das Problem nicht. Also ich würde mich am meisten interessieren, wäre das Content-Bearbeiten in einer anderen Sprache. Okay, das geht schon. Also jetzt haben wir den zweiten Startup-Menüeintrag mit Englisch. Ich müsste jetzt nachlesen. Es geht natürlich, dass ich den zweiten Menüeintrag anlege. Dann habe ich das dann nämlich da noch die zweite Frage mit Englisch. So, und das Bearbeiten. Es gibt die Komponente, die heißt Sprachverknüpfungen oder Multilanguage Association. Dann sage ich, ich will einen Beitrag, also es gibt für Kontakte und so Geschichten auch, ich will das auf Deutsch. So, jetzt habe ich natürlich noch keinen zugeordnet. Moment. Das ist ein deutscher Beitrag. Jetzt habe ich da einen Beitrag, ich sehe da die Sprache Deutsch und das ist noch nicht verknüpft, also ich habe noch keinen englischen Beitrag. Ich mache den einfach auf. So, das dauert ein bisschen, das ladet. Habe da meinen deutschen Beitrag und da kann ich jetzt sagen Zielsprache, wenn ich mehr hätte, wäre das natürlich mehr, sage ich es in Englische. Jetzt habe ich da einen neuen, könnte ich einen neuen. Ich kann aber auch einen, ich habe jetzt noch keinen englischen Beitrag da, wo die Sprache ist. Ich könnte jetzt dann einen englischen noch auswählen, den ich schon habe. Ich habe jetzt einen neuen und was sagen wir jetzt? Linux, Wik, schau das hier, English Text. Also da sehe ich parallel meine zwei. Ich kann es auch rüber kopieren. Ich habe die Referenz ins Ziel kopieren, also ich kann mir das rüber kopieren und kann dann hier, kann das Ziel speichern, also kann die linke Seite speichern und die rechte speichern. Sagt die rechte Seite speichern. Genau. Das, oder ich könnte halt hier dann noch andere Sprachen auswählen. Also das ist was jetzt neu ist, dass ich wirklich die beiden nebeneinander sehen kann. War das die Frage? Also Antwort?